Hallo Freunde des feinen Schmerzes. In der Imkerei gibt es manchmal Situationen, da könnte man sich die Haare ausraufen. Das ist so. Ja, da gibt man sich Mühe, tut umlarven, erstellt Mini-Kunstschwärmchen, erstellt kleine Begattungseinheiten, stellt die schön auf, betüttelt die schön, damit sich da eine Prinzessin bildet und eine Königin nachher im Endeffekt. Und dann kommt alles anders als geplant. Ich zeige euch mal, was ich meine. Schönes Abitur, gut gefüttert und alles, gut gehalten, aber wenn man dann drauf schaut, das ist alles nur Drohnenbrut. Da denkst du, okay, Königin nicht zurückgekommen. Aber weit gefehlt. Königin ist da. Wo ist sie denn jetzt? Eben habe ich sie noch gesehen. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Versteckt sie sich jetzt? Mal einen Windschatten machen, dass es nicht so kühl ist. Komm, du kleines Luder. Was heißt Königin? Das ist keine Königin, das ist eine Prinzessin. Klar. Vielleicht seht ihr sie schon, ich sehe sie noch nicht. Ha, wo ist sie jetzt? Jetzt geniert sie sich. Ah, da ist sie doch. Schaut mal hierher. Da läuft sie. Dummes Mädel. Alles nur Drohnenbrut. Auch hier beim nächsten, wenn da wenigstens ein bisschen Arbeiterinnenbrot dabei wäre. Ja, aber ist ja nichts. Alles nur Drohnenbrot. Ja. Das heißt, das Mädel ist nicht begattet oder hat ein Problem, ein anderes Problem. Nur die Bienen, die sind natürlich dann, die sind da jetzt nicht dran schuld. Das ist nur rein die Schuld von dieser Königin oder Prinzessin, will ich mal sagen. Na komm, bleib mal hier. Da habe ich noch nicht nachgesehen, aber die kriege ich jetzt nicht raus ohne Stockmeißel. Ein bisschen festgenagelt. Komm raus. Aber da dürfte jetzt nichts mehr drauf sein, das ist höchstwahrscheinlich, ach, Rämchen kaputt, ja toll, jetzt lasse ich es aber auch. Also, die muss jetzt leider Abschied nehmen, weil ich brauche dieses Material. Aber da die Königin wenig Chancen hat, wo ist sie jetzt? Wo läuft sie? Wo läuft sie? Wo läuft sie? Habe ich mit der natürlich ein Einziehen. Na, wo ist sie jetzt? Königin, zeig dich. Und schick sie auf gut Eiterbichel. Jetzt versteckt sie sich schon wieder. Wo ist die Königin? Ach, da ist sie. Also Prinzessin. Na komm her, komm. Komm Mädchen. Da ist sie. Die geht jetzt auf gut Eiterbichel. Und da kann sie ihr Leben fristen. Ja, es ist traurig manchmal, gibt man sich Mühe und die Prinzessin macht nicht mit. Aber so ist das Leben. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Bienenvideos wieder.